Viele HPs haben von dem Begriff Post-Polio-Syndrom noch nie etwas gehört. Das liegt daran, dass es in sehr vielen Heilpraktikerbüchern überhaupt nicht aufgeführt ist. Dennoch sollte man darüber einige Kenntnisse haben, denn die Chance, damit in der Praxis konfrontiert zu werden, ist gar nicht mal so niedrig. Das Post-Polio-Syndrom beschreibt einen Symptomkomplex, der post, also nach der Poliomyelitis-Erkrankung auftritt. Nun denken sich viele, naja, Polio kommt ja heutzutage so gut wie nicht mehr bei uns vor. Aber lasst uns doch einmal ein wenig in die Geschichte zurückgehen. Die Erkrankung wurde erstmals 1860 beschrieben und ist seit 1880 in der heutigen Form bekannt geworden. Ab diesem Zeitpunkt gab es regelrechte Epidemien, die immer wieder regional ausgebrochen sind, obwohl das Virus endemisch ist, das heißt also weltweit vorkommt. Im Jahre 1910 konnte man einen Anstieg der Polioerkrankung in Europa feststellen und ab dort gab es regelrecht alle 5, 6, 7 Jahre regelmäßige Epidemien. Deshalb wurde dann auch nach Impfstoffen geforscht, aber erst im Jahre 1960 konnte ein potenter Wirkstoff gefunden werden, ein potenter Impfstoff entwickelt werden nach Albert Sabin oder Salvin, der letztendlich zu Fortschritten im Bereich der Poliomyelitis-Bekämpfung geführt hat. Damals war es so, dass es etwa 100.000 Fälle pro Jahr gab und diese Fallzahlen konnten nach Einführung der Impfung in unseren Breitengraden auf etwa 1.000 pro Jahr gesenkt werden. Seit 1990 sind in Deutschland keine Poliomyelitis-Fälle mehr gemeldet worden. Wir haben Polio ja im Paragraphen 6 des Infektionsschutzgesetzes, aber dennoch gibt es die Gefahr, dass Polio wieder in Deutschland vorkommen könnte, einmal durch Fernreisen, aber zum Zweiten auch durch die wechselnde Impfmentalität. Und zum Dritten ist es so, dass es im Jahr 2010 in Tadschikistan zu einem großen Ausbruch kam, der letztendlich auch nach Russland über schwappt ist, sodass nicht auszuschließen ist, dass auch in Deutschland wieder Fälle auftreten können. Die WHO hat sich vorgenommen, Polio auszurotten und hat sehr große Impfkampagnen gestartet. Heutzutage findet man die meisten Fälle, die neu auftreten, das sind im Jahr etwa 1000 bis 1500, in Indien, Pakistan, Nigeria und im Kongo und einigen anderen afrikanischen Ländern. Dennoch müssen wir uns bewusst machen, dass bis 1960 es keinen wirksamen Schutz dagegen gab, sodass Leute, die heute noch unter uns weilen, häufig eine Poliomyelitis-Erkrankung durchgemacht haben, auch wenn es nur bei einem kleineren Teil der Leute tatsächlich zu Lähmungen gekommen ist. Das Virus wird vorwiegend über Schmierinfektionen übertragen. Das heißt also, wir nehmen es oral auf und im Darm erfolgt eine Resorption. Dort befällt das Virus die Lymphknoten, geht von dann dahin in die Blutbahn, gelangt letztendlich ins Rückenmark zu den Vorderhornzellen. Unser Immunsystem reagiert darauf, Leukozyten wandern in das Rückenmark ein und jetzt kommt es zu einer Neuritis, zu einer Entzündung der Nervenzelle, die dann zerstört wird und die eben zu schlaffen Lähmungen führen kann, die üblicherweise von jetzt auf nachher auftreten, aber ohne Sensibilitätsverlust einhergehen. Diese Entzündungen müssen aber nicht nur ausschließlich im Rückenmark auftreten, sondern sie können sich auch auf das Gehirn ausbreiten und dort zu einer Enzephalitis führen. Was hierbei sehr häufig betroffen ist, ist das Kleinhirn und häufig auch die Medulla oblongata. Dadurch haben die Leute auch häufig Probleme mit Hirnnervenbefall, sodass es zu gefährlichen Schluckbeschwerden kommen kann oder auch zur Atmungsproblematik kommen kann. Nachdem die Infektion abgeklungen ist, sind aber die Folgeerscheinungen nicht aus dem Weg geräumt. Viele Leute haben in den nächsten Jahren Probleme, da Polio eine Erkrankung ist, die meistens bei Kindern zwischen 3 und 7 oder 3 und 8 Jahren auftritt, dass diese Kinder sich eben im Wachstum befinden.
Das heißt also, es kommt zu Muskelatrophien in dem Bein. Das Bein wächst, meistens ist es ja das Bein, nicht gleichmäßig mit. Es kommt zu Schmerzen. Die Wirbelsäule wird unterschiedlich belastet, sodass es hier zu Verkrümmungen des Skoliosen beispielsweise kommen kann. Und die Gefahr auch für die Osteoporose ist erhöht. Diese durchaus nachvollziehbaren Folgen werden aber nicht als Postpoliosyndrom bezeichnet, sondern man bezeichnet sie als Polioresidualsyndrom. Das heißt also Symptome, die durch diese Erkrankung zurückbleiben. Was nun ist aber dieses ominöse Postpoliosyndrom? Wie bereits erwähnt, kommt dieses Postpoliosyndrom viel häufiger vor, als man eigentlich erwartet. Vor einigen Jahren noch beliefen sich die Schätzungen auf etwa 100.000 Fälle in Deutschland. Diese Schätzungen sind mittlerweile revidiert worden und nach oben korrigiert worden. Selbsthilfeverbände geben teilweise Fallzahlen von über 1 Million an. Und dadurch entwickelt das Postpoliosyndrom auch für uns als Heilpraktiker in der Praxis eine Relevanz und wir müssen uns ein wenig damit auskennen. Wie erkennt man nun aber diese Entwicklung dieses Syndroms? Nach frühestens 15 Jahren, meistens erst nach 2, 3 oder auch gar 4 Jahrzehnten, klagen ein Teil der Patienten über eine langsame Abnahme ihrer Kraft und ihrer Ausdauer. Das kann sein, dass sich das auf die Extremität bezieht, die damals bei der Lähmung betroffen war. Aber dennoch findet man sehr viele Fälle, wo auch meist die anderen Extremitäten betroffen sind. So schilderte mir beispielsweise eine Patientin in meiner Praxis, dass sie große Probleme hat, unter der Dusche ihre Haare zu waschen. Dass, wenn sie die Arme nach oben nimmt, um ihre Haare zu waschen, nach kurzer Zeit die Muskeln so schmerzen und so übermüdet sind, dass sie sich hinsetzen muss und pausieren muss und erst nach einem zweiten Anlauf ihre Haare fertig waschen konnte. Diese Patientin war Anfang 30, das heißt also bei ihr ist es sehr, sehr früh letztendlich aufgetreten. Zusätzlich kommt es häufig zu Atrophien im Bereich der Muskulatur. Wie gesagt, auch wieder nicht nur der Extremität, die damals bei der Lähmung betroffen war, sondern häufig an allen Extremitäten. Signifikant ist aber der langsame Verlauf, das heißt, dass Kraft und Ausdauer langsam vermindert werden. Wenn es eine schnell progrediente Abnahme ist, sollte man differenzialdiagnostisch an andere muskuläre oder neurologische Erkrankungen eben auch denken. Wenn die Leute sich dann kurze Zeit erholen, ist meistens die Kraft wieder da, plus die Schmerzen vermindern sich dann häufig. Der größte Teil der Patienten klagt zudem über eine sehr ausgeprägte Fatigue. Das heißt also eine sehr starke Müdigkeit bzw. auch eine sehr starke Einschränkung ihrer allgemeinen Belastung, sodass diese Leute auch häufig nicht mehr berufstätig bleiben können bzw. vielleicht ihre Tätigkeit auch anpassen müssen und sich umschulen lassen. Das kann sie im Alltag sehr belasten und natürlich auch psychische Störungen wie Depressionen hervorrufen. Zudem klagen viele Patienten über massive Schmerzen, die beispielsweise auch eine manualtherapeutische Behandlung häufig nicht mehr möglich machen. Das andere Symptom, welches von vielen Patienten angegeben wird, ist, dass ihnen häufig wahnsinnig kalt ist und dass sie vor allem unter sehr kalten Füßen und auch sehr kalten Händen leiden, die sich also auch sehr schlecht aufwärmen lassen und dann ganz schnell wieder kalt werden. Bei einem Teil der Patienten kann sich das Postpoliosyndrom auch auf die Atmung auswirken, sodass die Leute schon nach kurzer Anstrengung eine sehr große Kurzatmigkeit an den Tag legen. Vor allem, wenn sie sich dann grippale Infekte, Atemwegsinfekte einfangen, kann die Respirationsfähigkeit sehr, sehr empfindlich gestört werden. Bei vielen Leuten, etwa ein Drittel der Patienten, finden sich auch Schluckstörungen, die durch eine Schwäche der Kehlkopfmuskulatur bzw. der Rachenmuskulatur erklärt werden können. Wir sehen also, dass das Postpoliosyndrom eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität dieser Patienten darstellt. Die Frage ist aber,
dadurch kommt das, dass 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre oder gar 40 Jahre nach der Infektion diese Symptomenkomplexe, dieses Syndrom auftreten kann. Hierbei werden hauptsächlich zwei Ursachen diskutiert. Das eine ist das Problem der Denervation, Reinnervation bzw. der Überlastung von Nerven. Stellen wir uns das mal ein bisschen genauer vor. Bei der Poliomyelitis werden Nervenfasern schädigt. Andere Nervenfasern, die die gleiche Muskulatur versorgen, fangen dann an auszusprießen und versuchen die Innervation der Muskelfaser, die nicht mehr richtig versorgt wird, zu übernehmen. Diesen Vorgang nennt man Reinnervation. Es ist also ein Reparaturvorgang in unserem Körper, um eben eine Verbesserung der Symptomatik, Krafterhalt in dieser gelähmten Muskelgruppe letztendlich beizubehalten. Nach Jahrzehnten geht man davon aus, dass eben diese Nervenfasern, die nicht geschädigt worden sind, aber so stark überansprucht worden sind, dass sie irgendwann letztendlich ihrer Funktion nicht mehr richtig nachkommen können. So dass es hier auch beispielsweise zu Entzündungsprozessen kommt und zum Untergang von weiteren Nervenfasern letztendlich kommen kann, was diese Schwäche eben erklären könnte. Zudem könnte es sein, dass die Nervenfasern, die ausgesprossen sind, um letztendlich den Untergang der anderen Nervenfasern zu kompensieren, mittlerweile auch geschädigt worden sein könnten. Im Blutbild findet man häufig eine Erhöhung der Kreatinkinase, der sogenannten CK, ein Enzym, welches in der Muskulatur vorkommt. Und hierbei können wir dann eben eine Mitbeteiligung der Muskelfasern hier mit in unsere Überlegung einbeziehen können. Das heißt also, die Muskulatur letztendlich scheint sich zu verändern. Hier scheint Muskulatur auch unterzugehen und es scheint auch zu Hypertrophierung letztendlich zu kommen und immer weiter fortschreitenden Ernährungsproblemen der einzelnen Muskelfasern. Hier ist die Forschung aber noch ziemlich am Anfang und versucht, die Zusammenhänge zu klären. Früher ging man davon aus, dass das Poliomyelitis-Virus letztendlich, wie andere Herpesviren beispielsweise, im Körper persistiert und dass es möglicherweise zu einer Reaktivierung kommt, wie wir das beim Herpes Zoster, das heißt dem Varicella-Zoster-Virus, in Form einer Reaktivierung bei der Gürtelrose vorkommen kann. Heutzutage tritt diese Überlegung ein wenig in den Hintergrund. Die Menschen haben einen immensen Leidensdruck, eine immense Einschränkung ihrer Lebensqualität. Wir müssen alles tun, um diesen Menschen zu helfen.